Schön, dass du wieder da bist bei der Weekly Inspiration. Ich stehe draußen in der Kälte, aber einige Sonnenstrahlen berühren mich. Es ist wunderschön, frisch, aber wunderschön. Und ich hoffe, dass die Vorweihnachtszeit dir jetzt auch so ein bisschen dieses Gefühl geschenkt hat, der inneren Ruhe, der Gelassenheit, dass du merkst, dass du diese Zeit für dich nützen kannst, jetzt vor Weihnachten. Und wenn du Einkäufe zu erledigen hast, dann mach dir da einfach einen Plan, dass du da nicht im Stress kommst und übertreibe es einfach nicht, sondern hör auf deinen Körper. Wenn du das Gefühl hast, es ist too much, dann mach eine Pause und schenk dir persönlich diese Ruhe. Dann, wenn du fit bist, wenn es dir gut geht, kannst du doch anderen Menschen viel mehr helfen. Und darum geht es auch in der heutigen Weekly Inspiration. Es geht darum, dass Prozesse Zeit brauchen. Und vor allem Prozesse in unserem Körper. Wenn du krank bist oder eine chronische Erkrankung hast oder dich insgesamt nicht wohlfühlst oder vielleicht emotionale Wunden noch nicht geheilt sind, dann lass diesem Prozess seine Zeit. Wir verfügen alle über Selbstheilungskräfte. Du siehst es, wenn Knochen zusammenwachsen, die wachsen von alleine zusammen oder wenn du dich geschnitten hast, die Wunde wächst von alleine zusammen. Du unterstützt den Heilungsprozess durch Pflaster zum Beispiel, durch Cremen, durch Umschläge, Verbände, Gips beim Knochenbruch zum Beispiel. Aber dieses Zusammenwachsen, dieser Heilungsprozess, der ist in dir. Aber der braucht Geduld. Und verwechsel nicht geduldig sein mit passiv abwarten, denn so ein Heilungsprozess ist aktiv. Und darum geht es heute in der Weekly Inspiration. Wenn du das Gefühl hast, dass du an deinem Limit bist, dass du gestresst bist, dann nimm diese Reaktion deines Körpers an, der meldet sich bei dir. Oder wenn du vielleicht auch gerade verkühlt bist, dann ist es auch eine Reaktion, dass du vielleicht ein schwächeres Immunsystem hast. Warum hast du ein schwächeres Immunsystem? Weil du vielleicht gerade auch unter Stress stehst. Höre auf diese Signale und gib deinem Körper das, was er braucht. Und wenn du es schaffst, versuche nicht, die Symptome einfach zu unterdrücken. Ich merke das natürlich in der Apotheke. Die meisten auch jetzt in der Vorweihnachtszeit sagen, ja, es gibt so viele Weihnachtsfeiern, unmöglich, dass ich jetzt krank bin. Ich brauche irgendwie ein starkes Medikament, das all meine Symptome unterdrückt. Natürlich gebe ich es her und ich verstehe es auch, wenn jetzt ein wichtiger Termin bevorsteht, dass ich an diesem einen Abend oder an einem Tag auch wirklich fit sein muss. Aber im Grunde hilfst du dir mehr, wenn du dem Prozess auch seine Zeit lässt. Sei achtsam, sei wachsam. Dein Körper ist dein bester Freund, auch wenn er krank ist. Und sei liebevoll mit ihm und lass ihm seine Zeit zum Regenerieren. Schenk ihm die Ruhe, die er braucht. Ja, und damit wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Du kannst diese Übung gleich umsetzen, indem du an diesem Wochenende, wenn du das Gefühl hast, dass du es brauchst, dir auch wirklich diese Ruhe schenkst. Und falls du jetzt doch noch mitmachen möchtest bei dem Meditations-Adventkalender, dann hast du zwar die ersten Meditationen nicht miterlebt, aber du kannst auch die von 1. Dezember natürlich bis heute die Videos machen. Also das heißt, du hast nichts verloren und kannst dich natürlich jetzt auch noch anmelden, wenn du das Gefühl hast, du möchtest wirklich täglich mit mir gemeinsam eine Meditation machen. Jedes Meditationsvideo dauert ungefähr 10 Minuten und begleitet dich bis zum 24. Dezember. Ich freue mich, wenn du mitmachst. Ein wunderschönes Wochenende nochmal. Fühl dich gedrückt, umarmt, deine Caro.